Hallo und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Heute gibt es wieder eine Folge aus der Serie Berufe hinter der Bühne und heute möchte ich euch über den Job einer Musikvermittlerin oder Musiktheatervermittlerin erzählen. Ich habe jetzt mittlerweile schon 3 andere Folgen zu Berufen hinter der Bühne gemacht, also falls ihr euch die noch nicht angehört habt, macht das gerne. Ich habe geredet über Regiehospitanz, Regieassistenz und Übertitlerin und heute geht es eben um Musiktheatervermittlung. Was ist das? Im Grunde geht es da darum, dass man vor allem an Kinder und Jugendliche Musik vermittelt. Und das sind oft Projekte eben von Vereinen, von Theatern, Opernhäusern und so weiter, die eben Angebote für jüngere Menschen anbieten, damit die sich möglichst begeistern für die Themen, damit die dann auch sich Vorstellungen anschauen möchten, sich näher einfach mit Theater zum Beispiel, mit Musiktheater beschäftigen wollen. Und da gibt es natürlich verschiedene Arten von Veranstaltungen oder Services, die man dann anbietet. Also etwas, was sehr, sehr oft gemacht wird, sind Workshops, weil das einfach super funktioniert. Workshops für Kinder, für Jugendliche, allerdings auch für Lehrer und Lehrerinnen. Quasi Workshops, wie sie mit ihren Schülern und Schülerinnen selber ein Projekt zu einem bestimmten Thema starten können. Es gibt natürlich auch Schulprojekte und Schulvorstellungen. Also Schulvorstellungen ist oft so, dass einfach eine Klasse in eine Vorstellung geht, die dann oft extra am Vormittag ist, damit möglichst viele Schulklassen kommen können. Und dann redet man vielleicht nachher ein bisschen darüber. Bei Schulprojekten ist es meistens ein längerer Prozess, wo die Kinder womöglich auch irgendwelche Darstellende der Produktion kennenlernen, zum Beispiel selber Dinge basteln, selber Sachen einstudieren und so weiter. Etwas, was auch oft zur Verfügung gestellt wird, sind Unterrichtsmaterialien, wo eben, das passt natürlich wieder zu den Workshops für Lehrer und Lehrerinnen, wo diese eben einfach Arbeitsblätter und Anregungen für den Unterricht bekommen können, die sie dann selbstständig mit der Klasse durchführen können, wenn eben zum Beispiel so ein Schulprojekt nicht zustande kommt oder das irgendwie nicht passt, sie sich aber trotzdem halt mit diesen Stücken zum Beispiel auseinandersetzen wollen. Es gibt Sommercamps oder Wochenendveranstaltungen, wo eben Leute über einen längeren Zeitraum zusammen arbeiten an etwas, was dann irgendwie mit einem Stück zu tun hat. Man kann natürlich auch berufspraktische Tage oft in solchen Institutionen machen, wo quasi diese, zum Beispiel die Opernhäuser eben anbieten, dass man da für diese paar Tage dort ist und dann einen Einblick bekommt in verschiedene Tätigkeitsbereiche dort. Also es gibt ganz viele Veranstaltungen und Services eben, die mit Musiktheatervermittlung zu tun haben. Was sind jetzt meine Erfahrungen damit? Ich bin jetzt keine professionelle Musiktheatervermittlerin, aber ich habe schon einige Sachen betreut bei solchen Projekten. Und zwar bin ich mittlerweile das 4. Jahr bei Volksopern Kinderworkshops als Betreuerin dabei. Und diese Workshops kommen natürlich von der Musiktheatervermittlungsabteilung. Das heißt, mit denen arbeite ich da natürlich zusammen, ganz klar. Also die organisieren das und ich schaue, dass es den Kindern dann auch gut geht, mache mit und so weiter. Das heißt, es gibt da ganz verschiedene Arten von Workshops in der Volksoper. Also erstens mal für verschiedenste Altersgruppen. Also es fängt da bei 4 Jahren an und geht bis 18. Halt in verschiedenen Abstufungen. Und da gibt es ganz verschiedene Workshops, nämlich zu bestimmten Stücken, aber auch zum Thema Bühnenbild oder Maske, ein Chor-Workshop, was auch immer. Also
alle möglichen Arten von Workshops, die Kindern und Jugendlichen einen Einblick geben können in bestimmte Stücke oder in den Arbeitsalltag einer Person, die in einem Opernhaus arbeitet. Das finde ich ziemlich cool. Die Kinder sind auch meistens sehr, sehr begeistert und das macht echt sehr, sehr viel Spaß. Was mache ich da als Betreuerin? So grundsätzlich geht es immer darum, dass es allen Kindern gut geht, dass sie wissen, wo alle Kinder sind. Also dass wir auch bei der Anmeldung genau wissen, wer ist da, wer ist nicht da. Dass wir den Kindern einfach helfen bei allen Anliegen, die sie haben. Oft heißt das auch einfach nur, dass man ihnen eine Flasche aufmacht, die sie nicht aufkriegen oder ihnen das Klo zeigt. Aber ganz oft mache ich auch tatsächlich mit. Ich bin mittlerweile eben schon so lange dabei, dass ich mich wirklich schon gut auskenne überall. Das heißt, manchmal übernehme ich dann auch eine kleine Gruppe für einen bestimmten Auftrag oder so, wenn es gerade irgendwie zu wenig andere Menschen gibt, die das machen. Also die Aufgaben sind sehr verschieden. Es kommt wirklich auch sehr auf den Workshop drauf an, aber es geht eben vor allem darum, dass man schaut, dass es den Kindern gut geht. Was ich auch in der Volksoper teilweise mache, sind Unterrichtsmaterialien durchzulesen bzw. durchzuspielen, quasi als wäre ich ein Kind, um zu schauen, ob das irgendwie Sinn macht, meinen Input quasi dazu gebe. Genau, also immer wieder, wenn die Abteilung neue Materialien rausbringt, dann schicken sie mir manchmal und fragen, hey, kannst du das kurz durchlesen, ob das so passt und ob du irgendwelche Ideen hast. Auch ob Rechtschreibfehler drin sind und so weiter. Also das mache ich auch manchmal. Was ich auch noch gemacht habe, sind Operncamps zu betreuen. Und zwar gibt es die von den Philharmonikern, immer bei den Salzburger Festspielen. Und die sind ziemlich cool. Da war ich früher Teilnehmerin zweimal und mittlerweile eben Betreuerin, war ich letzten Sommer. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation, weil da ist man zusammen für ungefähr eine Woche und erarbeitet eine eigene Version von einem Stück, das es gerade bei den Festspielen spielt. Das heißt, man schaut sich dann auch die Generalprobe an von diesem Stück und arbeitet natürlich zu diesem Stück und das natürlich an die Kinder angepasst, an das Niveau von den Kindern angepasst. Und das ist natürlich eine total andere Situation, weil man eben so lang zusammen daran arbeitet. Das heißt, da ist meine Aufgabe nicht nur den Kindern das Klo zu zeigen, sondern da geht es auch wirklich darum, sie Tag und Nacht zu betreuen, Tag und Nacht für sie da zu sein, sie zu versorgen, wenn sie irgendwas brauchen, mit ihnen zu spielen und Abendprogramm zu gestalten, sie aber auch zu unterstützen bei den Dingen, die wirklich mit der Arbeit mit dem Stück zu tun haben. Also wenn ein Kind Probleme hat, im Orchester zum Beispiel, dann habe ich mich schon manchmal daneben gesetzt und einfach geholfen, die richtigen Einsätze zu finden und solche Sachen. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Aufgaben. Die Hauptaufgabe ist natürlich die Freizeitbetreuung auch und eben wieder zu schauen, dass es allen Kindern gut geht, dass nicht so viele Kinder Heimweh kriegen. Aber man hat durchaus dann auch manchmal künstlerischere Aufgaben, wo man dann eben wirklich auch am Ablauf des Stückes mitwirkt, mal einspringt im Orchester oder mal den Kindern beim Umzug hilft, wenn sie schnell in ein anderes Kostüm müssen und so weiter. Also da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Aufgaben und es ist natürlich eine andere Situation, weil es so viel intensiver und länger ist. Was finde ich jetzt schön an diesem Job? Ich finde es immer wieder total schön, wie so kleine Kinder schon sich total begeistern für Opern und Musik, weil ich auch so war. Weil ich es einfach total schön finde. Man sagt immer so, ja, die Jugend interessiert sich für sowas ja gar nicht. Aber es gibt so viele Kinder, die mit voller Begeisterung da mitmachen und auch mit voller Begeisterung dann die Stücke anschauen und dann erkennen, was sie selber zu dem gelernt haben oder vielleicht selber sogar aufgeführt haben und dann mitsingen. Und das ist so schön, finde ich. Und es ist einfach eine total, es klingt so kitschig, aber es ist einfach so eine erfüllende Tätigkeit, wenn du quasi dabei hilfst, dass mehr Kinder sich dafür begeistern und so. Ja, das ist einfach sehr, sehr schön. Und ja, ich bin jetzt nicht die professionell ausgebildete Musiktheatervermittlerin, also kann natürlich nicht zu 100% aus Erfahrung von diesem Job sprechen,
Aber ich bin immer ganz nah dran, natürlich an den Leuten, die tatsächlich dafür verantwortlich sind und führe natürlich auch Teile davon in gewisser Weise aus. Genau. Das ist jetzt Beruf Musiktheatervermittlerin. Es ist natürlich da auch je nach Setting total anders wie bei den meisten Berufen im Kulturbereich. Kommt es wirklich sehr darauf an, wo man ist, welche anderen Leute man im Team hat, was die Zielgruppe genau ist. Aber es geht eben im Grunde eigentlich immer darum, anderen Leuten das näher zu bringen, die Musik näher zu bringen, das Musiktheater näher zu bringen und sie dafür zu begeistern. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Ja, das sind jetzt mal eigentlich alle Berufe, die ich so wirklich ausgeübt habe hinter der Bühne. Mal schauen, vielleicht werden es mehr. Und falls ja, dann gibt es natürlich auch wieder eine neue Folge zu Berufe hinter der Bühne. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Ciao!